Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir befinden uns wieder in der Card-Sketch-Kategorie. Ich kann euch mal zeigen, was ich bisher so gebastelt habe für die Nummer 1. Ihr seht das aber auch oben beim i, falls euch hier was gefällt und ihr das nachbasteln möchtet. Ich mache das mal so im Schnelldurchlauf. So, diese sind jetzt entstanden für diese Vorlage. Und jetzt mache ich noch das eine und dann werde ich mich an die Nummer 2 dran machen. Und dann werde ich das irgendwann mal wieder rausholen. Also wie gesagt, im Moment ist so, dass ich jetzt wirklich viele... Wie viele habe ich gebastelt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kann das sein? 8 oder so mit dem. Langsam gehen mir die Ideen aus. Also, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Damit es nicht immer das Gleiche wird. Und ja, was habe ich mir jetzt rausgesucht? Ich habe mir dieses Papier rausgesucht. Das hatte ich ja im Xenos in meinem Schnäppchen-Haul, den kann ich auch mal hier oben verlinken, gekauft. Und zwar habe ich mir türkises, ich glaube so weiß und diesen Farbton. Und ich möchte einfach jetzt mal rosa machen. So, dann habe ich mir rausgesucht diese Glasperlen-Girlande. Ich habe mir hier so ein Holzteck rausgesucht. Ich habe diese Ausstanzung. Ich habe noch die anderen Ausstanzungen. Dann habe ich hier so ein, na, wie sagt man dazu, so eine Art Moosgummi, aber in Glitzer. Und dann habe ich hier diese Metallic Sticker, die sind vom Action. Also die gibt es jetzt im September 2017. Ich weiß jetzt nicht, wann ihr das Video seht. Ich habe die jetzt die Woche erst aktuell dementsprechend gekauft. So, jetzt überlege ich mir mal, wie ich hier, was ich hier gestalten könnte. Ob ich das als Hintergrund nehme oder ob ich dieses Papier als Hintergrund nehme. Ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig. Ich überlege mir was und ihr dürft wie immer zusehen. Ich freue mich natürlich über eure Meinung in den Kommentaren. Ich freue mich auch, wenn ich eure Bilder sehe und eure Karten und ob ihr es mir auf Instagram schickt oder ins Postfach, damit dann eure Karte hier irgendwann im Video erscheint. Das ist ganz allein euch überlassen. Und jetzt würde ich sagen, genau, ich mache mir Gedanken. Fang an zu basteln und dann schauen wir mal, ob was Ordentliches herauskommt. Also viel Spaß beim Zusehen.
So, ich wäre fertig. Ich habe mich nicht ganz daran gehalten, weil das hier unten wäre irgendwie nicht mehr möglich gewesen. Das wäre zu viel geworden. Ich habe den Glitzerhintergrund gemacht. Ich habe das hier sozusagen ist dieses Teil. Das Teil habe ich dann hier. Der Kreis ist das und hier unten, das ist halt weg. Dadurch, dass ich das für dich hier drauf machen wollte, weil ich diesen Tag zu leer, der wäre zu leer gewesen, deswegen habe ich das hier drauf gemacht. Und ja, habe ich mich nicht ganz dran gehalten, aber ich denke mal, das ist okay, oder? So, das war die nächste Karte. Jetzt mache ich mich an die zweite Variante von meinen Card Sketches. Und nicht sofort, also in den nächsten Tagen. Und dann schauen wir mal, was da so rauskommt. Wo habe ich den zweiten? Den dürft ihr ja mittlerweile gesehen haben. Und Card Sketch Nummer 2 ist eine kleine Karte und ist so aufgebaut. So, da bin ich mal gespannt, was mir hier so Schönes einfällt. Wie immer gerne eure Meinung und so weiter in die Kommentare. Freue ich mich natürlich sehr darüber. Und dann verabschiede ich mich heute von euch. Wünsche euch einen... Was ist denn hier? Von der Kamera. Wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Und dann bis bald, eure Katrin. Tschüss!